Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit Fresnel. Fresnelschen Linsen. Zweiter Ordnung in unserem Land. Was? Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit Fresnelschen Linsen. Fresnelschen Linsen zweiter Ordnung. Okay, ich habe keinen Plan, was das ist, aber Mädchen, du wirst wohl wissen, was du sagst. Es gibt noch genau 16 Leuchttürme mit Fresnelschen Linsen zweiter Ordnung in unserem Land. 9 von ihnen sind an der Küste und einer war vor seinem Umbau ein historischer Leuchtturm mit Kerosinlampe. Ach so, dann geht's in dem Buch. Deinem Buch, nicht dem Buch. Sag mal, möchtest du vielleicht mal irgendwann mit mir zusammen ins Kino einen Film ansehen? Ich weiß nicht. Schon okay, du kannst in Ruhe drüber nachdenken. Kann ich nicht. Warum? Kein Datum, keine Uhrzeit? Oh, naja, wie wäre es an diesem Samstag um 8? Na? Eva, ich glaube, das System hängt. Ja. Oh, klasse. Schon gut. Ich nehme an, die Einzelheiten klären wir dann später. Tja, ich werde dann mal. Was? Schaust du mich so erwartungsvoll an? Du meinst sicher, dass ich jetzt noch einmal anspreche, wie unglaublich peinlich diese Vorstellung war. Vergiss es, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Lass ihn doch, er war eben noch ein Kind. Gerade du solltest ja wissen, wie man sich da fühlt. Was soll das denn heißen? Halt die Klappe, wir müssen weiter. Halt die Klappe ist nicht mein Name. Ah, jetzt renne ich ziemlich schnell. Mädchen. Kleines Mädchen. Little girl. Ich bin ein alter, perverser Spanner. Kommt mir so vor. Was zum Teufel war das denn, Mann? Wieso? Ich hab mich verabredet. Gott, das war ja erbärmlich. An deiner Stelle wäre ich da einfach reingeplatzt und hätte die Kleine sofort klar gemacht. Ungefähr so. Hey, du! Ausgehen? Ich? Du? Jetzt? Das ist einfach schrecklich. Ich weiß, aber es wäre immer noch besser als das, was du gerade abgezogen hast. Genau. Hat sie die Enzyklopädie ins Gesicht geschmissen? Na, hat sie? Halt die Klappe, Mann. Siehst du, ich bin nicht die Einzige, der immer sagen muss, man soll die Klappe halten. Und plötzlich fühle ich mich geliebt. Okay, wie auch immer. Großer Gott, wie konnte ich mich nur von dir überreden lassen, dieses dämliche Fach zu nehmen? Ja komm, stell dich nicht an, das macht Spaß. Nur wenn man malen kann. Übung macht den Meister. Klar, sicher, nach diesem Schuljahr werde ich nie wieder einen Pinsel in die Hand nehmen. Wenn ihr meint. Hör auf zu mosern, ich bin sicher, du wirst lernen, es zu mögen. Okay, gibt's noch mehr Wege? Niemand! Also, niemand? Wirklich niemand? Wenn das so ist... River, warum gibst du uns nicht die Antwort? Ich weiß, dass du die Antwort kennst. Wir warten, River.
Na schön, dann müssen wir wohl. Er stach am 3. August 1492 in See von der spanischen Stadt Palos. Palos de la Frontera. Es gibt bestimmte Kolumbus. Die 1322 gegründet wurde und an Alvarez Perez de Guzman fiel, der zu diesem Zeitpunkt gerade das 14. Lebensjahr erreicht hatte. Ist gut, ich wollte nur das Datum. Seh dir, war das jetzt so schwer. Okay, dieses Mädchen besitzt viel Wissen. Lieber Himmel, haben alle Leute wie sie so ein fast fotografisches Gedächtnis? Nicht wirklich, obwohl ich glaube, dass ihr Mustergedächtnis oft sehr ausgeprägt ist. Mädchen, du weißt eine ganze Menge. Was steht da? Abgeschlossen. Cafeteria nur in den Mittagsstunden geöffnet. Gibt's kein Fleisch für uns? Psst, sie kommt zu uns rüber. Alt-Tab. Was zum? Okay, wie du meinst, Alt-Tab. Lebensretter. Achso, wahrscheinlich gucken die irgendwelche pornografischen Dinge und da geht die Lehrerin herum und Alt-Tab ist wahrscheinlich quasi Taskmanager sofort beenden oder so. Alt-Track entfernen oder irgend sowas. Ich weiß jetzt nicht, wofür genau Alt-Tab die Tastenkombination gut ist, da ich sie nie verwende. Ich verwende generell keine oder ungern Tastenkombinationen. Das war's. Beim nächsten Mal sollte die Flasche mal besser sein. Gut tiefgründig, du Frau oder Mann oder so. Eine Aula, die könnten wir für später gebrauchen. Ich kann nicht glauben, dass die Spielfeldmarkierungen in seinem Kopf rechteckig sind. Kann ich auch nicht. Okay, Rot und Orange, das schreit doch nach Basketbälle. Tut es nicht. Oh. Uff. Na schön, du hast gewonnen. Hurra! Okay, das rote Bällchen fehlt. So, hier geht's noch weiter. Ist denn das ein Klavier im Sportsaal? Krass. Oder Piano. Klavier, Piano ist ja beides dasselbe. Körbe, Bälle, wie auch immer. Lalala, was müssen wir noch tun? Ah. Hinterher! Cafeteria! Lecker. Was gibt's denn heute? Wiener Schnitzel. Geil. Habe ich aber vor kurzem gegessen. Naja, eigentlich Gordon Bleu, aber naja. Klar war sie was Besonderes, besonders langweilig nämlich. Ich meine, schau sie dir doch mal an. Ey, nicht lästern. Wie die da sitzt allein, den ganzen Tag mit dieser gruselig deformierten Ente als Plüschtier. Das ist keine deformierte Ente, das ist ein Schnabeltier. Ein was? Hör auf, die Tiere auszudenken. Wie auch immer, sie ist so dermaßen neben der Spur. Als wäre sie von einem anderen Planeten oder so. Das ist Mobbing, du Ratte. Ich weiß, ist das nicht cool? Sicher, wenn man auf Aliens und solches Zeug steht, dann wahrscheinlich schon. Aber mal im Ernst, wenn du durchgeknallt sein willst, warum hängst du nicht einfach mit dem Emos und Gothics rum? Naja, zum einen will ich mir nicht die Haare ruinieren. Und die Tatsache, dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, macht es nicht besser. Ne? Dass wir schon unsere Schubladen für sie haben, egal. Sieh mal, Nick. Ich will einfach kein unterdurchschnittlicher Junge in einem Ozean durchschnittlicher Leute sein. Warum zur Hölle solltest du denn deine Identität ändern, mit ihr zusammen zu sein? Ich meine, du wärst einfach ein Typ, der mit einem schüchternen Mädchen rumhängt. Sie ist nicht einfach nur schüchtern, Nick. Irgendwas an ihr ist anders.
Naja, anders zu sein ist auch nicht immer so toll. Weißt du denn überhaupt, ob sie das wirklich will? Anders sein? Vielleicht will sie einfach nur dazugehören, so wie alle anderen auch. Und wenn das so ist, wäre es nicht hilfreich, sie in eine andere Richtung zu drehen, oder? Hör mal, Nick, die Sache ist die, ich weiß, was ich brauche. Und dieses Mädchen hat es. Also willst du sie, weil sie etwas hat, aber nicht um ihr selbst willen. Das ist eiskalt, Mann. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Ich weiß es. Ich glaube übrigens, du hast Unrecht. Die Menschen sind nicht durchschnittlich. Jeder ist auf seine eigene Art etwas Besonderes. Stimmt, endlich mal was Kluges von dir. Das erzählen doch nur irgendwelche Omas. Okay, ruhig bleiben, er ist nur ein kleines Kind, er ist unwürdig. Nur keine Panik. Moment mal, dieser Typ ist also eine Art Hipster, der sich an andere Menschen dranwanzt. Das ist irgendwie verstörend. Weißt du, manchmal möchte ich unserem Kunden eine ordentliche Kopfnuss verpassen. So ist die Highschool. Jeder ist ein Bastard. Aber hey, willkommen im Club. Warte mal, darum ging es also bei Gespräch an der Klippe. Vermutlich. Da kriegte sie einen Sprung in der Schüssel und begann diese unheimlichen Hasen zu basteln. Stimmt's? Weil er ihr diese ewig zurückliegende Sache gebeichtet hat. Man könnte sie durchaus als nachtragend bezeichnen. Bin ich ja leider auch. Nein. Mein Gefühl sagt mir, dass da noch mehr ist. Dann hol schon mal deinen Hut, Sherlock. Komm, ich glaube, unsere Mitfahrgelegenheit lehnt da vorne am Tisch. Der Rucksack. Gar nichts. Wirklich nicht. Gar nichts. Wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Mir geht's gut. Ich weiß, dass da noch irgendwas kommt. Aber ich brauche noch ein rotes Bällchen. Von den Hintergründen mal abgesehen, ist es ziemlich erstaunlich, dass die beiden tatsächlich in der Highschool zusammenkamen. Wie viele von diesen Pärchen bleiben heutzutage schon länger als einen Monat zusammen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Mit meinen Mädels lief damals alles glatt. Aha. So glatt, dass sie mir in Handumdrehen alle wieder entglitten. Klingt, als könnte es stimmen. Ich finde die Musik irgendwie sehr traurig hier. Einerseits stimmungsvoll, aber andererseits wiederum traurig. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ob es jetzt stimmungsvoll oder traurig sein soll. Ich glaube beides. Und mir fehlt die rote Kugel. Ich beneide ihn. Sein Schulfreund war immer noch da, als die beiden schon grau wurden und half bei Umzügen mit dem Piano. Ich wünschte, ich hätte auch noch Kontakt zu den Freunden aus meiner Kindheit. Ich glaube, ich kann offensichtlich nicht mehr zurück, oder? Nein. Das heißt, es muss wirklich hier in diesem Raum sein, in der Cafeteria. Nikolas. Vielleicht der? Nein. Der Schnabeltier, genau.
Ein Plüschnabeltier. Jedes Mal, wenn dieses Ding auftaucht, ist ein kostenloser Memory Link mit dabei. Ich liebe es. Wahrscheinlich ist die Narbe, die es auf seiner Seele hinterlassen hat, mindestens so groß wie die auf meiner. Ah. Man hört immer so ein Geräusch, wenn man alle Memory Links hat. Game! Oh Gott, was zur Walnuss? Ame! Ey! Uncool, Eva. Lalalala. Nochmal, was störst du nie? Man stört niemals jemanden in einem Kamehameha. Was? Pff. Der Typ ist auf jeden Fall Dragon Ball Liebhaber, das weiß ich. Okay, zack. Dann einmal schräg. Ja, das geht auch einfach. Easy. Sowas habe ich schnell raus. Und wieder mal ist es der Rucksack. Da liegt ein Fußball unter der Pflanze. Ich gehe jetzt zur Schule, Mom. Mach's gut, Joey. Mein kleiner Junge, er wird zu schnell erwachsen. Mein Gott, und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihm dann auch noch den Namen seines Großvaters... Würde sie ihn dann... Nochmal. Mein Gott, und wenn er ein Mädchen wäre, würde sie ihn dann auch noch mit dem Namen seines Großvaters ansprechen? Das wäre gar nicht mal so schlimm. Er endet immerhin mit A, also Joey. Es gibt tatsächlich Frauen, die Joey genannt werden. Allerdings ist das, glaube ich, auch ein Spitzname. Und ich glaube, das ist nur in Amerika so. Joe A, Joe A, Julie klingt knuffig. Wenn es so knuffig klingt, wieso heiratest du ihn nicht einfach? Ah, eifersüchtig. Oh ja, extrem eifersüchtig. Jetzt klacken wir da rein. Können wir und bekommen gleich die gelbe Kugel. Okay, der Fußball, alles klar. Der Fußball soll es sein. Der hat einen Ofen im Zimmer. Und ein Stockbett. Das Uhrgeticke. Also fairerweise muss man sagen, eine tickende Uhr kann einem in der Tat extrem auf die Nerven gehen. Stimmt, deswegen habe ich auch kein... Geil. Deswegen habe ich auch keine Uhr in meinem Zimmer, sondern nur die Zeit von meinem Computer... Oder von meinem Handy. Meistens gucke ich aufs Handy wegen der Uhrzeit. Und jetzt ist es 8.13 Uhr, genau. 1.38 Uhr. Und ich werde das Spiel heute, glaube ich, beenden, wenn es nicht mehr so lange dauert. Ach nee, nicht schon wieder. Ein Glas eingelegte Gurken. Heiliger Strohsack, das haut mich jetzt um. Du bist ziemlich leicht zu beeindrucken. Gut, Lila fehlt noch. Sie ist bestimmt hier drin irgendwo. Oder auch nicht. Doch, diverse Bücher mit unleserlichen Titeln. Haha! Jackpot! Ich komme gut voran in diesem Spiel. Es ist irgendwie sehr einfach, aber auch sehr musikalisch ziemlich gut. Und Narzisso fand ich jetzt emotional etwas besser als das. Noch. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Okay, ein Fußball. Okay, mach mal zack, zack, zack. Nicht zweimal. Zack.
Oh, jetzt habe ich ein blödes Muster. Moment. Nee, habe ich gar nicht. Einfach. Fußball.